So, und willkommen zurück in Minecraft. Im Untergrund. Was ist denn das hier? Wo ist denn die Wand eigentlich? Ich glaube weiter hinten. Was muss ich noch wegklopfen? Das bleibt hier. Also muss das noch weg. Das IO. Das hier muss noch weg. Das hier muss noch weg. Das hier muss noch weg. Das hier, das hier, das hier. So. Wunderschön. Jetzt gehen wir mal an die andere Wand. Und hätten dann soweit den Deckenausbau fertig, würde ich sagen. Na gut, wir haben erstmal das Zeug rausgekloppt. Ach, hier ist noch einiges zu tun, habe ich das Gefühl. Weil die ganzen Wände wollen wir, oder will ich zumindest, ja auch noch rausklopfen. Aber das kann erfahrungsgemäß auch so seine Zeit dauern. So. Hier machen wir wieder Spitzhacken-Action. Ja, puh, was kann man denn so erzählen? Mir fällt gerade Zahnpasta ein, aber ich weiß nicht, warum ich über Zahnpasta reden sollte. Ich meine, Zahnpasta ist an sich ziemlich faszinierend, vor allem die mit den bunten Streifen drauf und so. Aber an sich ist das nur eine Art Düse da vorne, wo halt die Dinger in der Tube so quasi angeordnet sind, dass wenn man drückt, die alle so gleichmäßig rauskommen und halt alle zu ihren bestimmten Löchern. Und die geben davon diesen bunten Zahnpasta-Strang. Ich weiß auch gar nicht, wann die Zahnpasta erfunden wurde. Aber Zahnbürsten gibt es schon ziemlich lange. Also, boah, die Steinzeitmenschen hatten das, glaube ich, auch schon. Und in Afrika werden ja in den traditionellen Stämmen werden ja auch noch quasi diese, naja, Naturzahnbürsten benutzt, die im Endeffekt einfach nur aus einem Ast bestehen, der am anderen Ende so ein bisschen aufgefliedert ist, also so ein bisschen aufgefächert. Mit einem Messer oder so. Und damit kann man sich dann auch irgendwie die Zähne putzen. Soweit ich weiß, nehmen die auch bestimmtes Holz dafür. Also irgendwas, was ein bisschen guten Geruch gibt oder so. Aber an sich, Zahnbürsten sind keine Erfindung der Neuzeit. Um das mal so hinzustellen. Gut, wir brauchen, ja, Sandstein. Ganz, ganz viel Sandstein. Sehr, sehr viel Sandstein. Wir haben noch genug Spitzhacken. Den Cobblestone packe ich mal wieder da oben in die Truhe. Oh, wir brauchen sehr, 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 sehr. Und auch sehr, sehr, sehr viel Sandstein. Sind noch irgendwelche Krieber am Start? Kriep, kriep, kriep. Keiner da. Also Cobblestone, 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 Cobblestone. Will ich noch irgendwas hier drinnen lassen? Ne, der Rest kann sonst wohin. Den Cobblestone kann noch rein, das kann noch rein. Ja, und den Rest behalte ich erstmal. Denke ich mir so. Wir gehen dann also erstmal. Brot habe ich noch was da zu essen. Ich packe mal die Kohle sicherheitshalber in die Truhe. Weil. Der Scherenmann schon wieder. Kohle in die Truhe. Da haben wir noch einige Kohle jetzt. 24 Eisen. Wir können. Ist 24 durch 8 irgendwas? Ist 3, ne? Ja. Also können wir mal das Eisen durch den Ofen hauen. Mit 3 Kohle. So, den Knochen kommt auch hier rein. Die Pfeile kommen hier rein. Der Flint kann von mir aus auch da rein. Den Sand behalten wir mal drinne. Das Holz kann hier rein. Ja. Ja. Und das hier brauchen wir auch nicht mitschleppen. Gut. Ne, wo ist mein Ofen hier? Wir packen hier 24 Dingsbums rein und packen hier das da rein. Und rein theoretisch müsste das reichen. Naja, wir werden sehen, wenn wir wieder zurückkommen. Denn wir machen uns jetzt auf in unsere schöne Grube da hinten. Die bestimmt schon irgendwie unter das Dorf führt, soweit wie die geht. Und werden da mal ein bisschen Sandstein wieder abbauen. Also da hat man es irgendwie leichter, wenn man irgendwas aus solchen. Ich nenne es mal Basalt, weil es wie Basalt aussieht. Wenn man hier sowas aus Basalt baut, weil. Oder Granit, was auch immer. Was sagt denn der Sonnenstand? Das sagt eigentlich mittags, aber wir werden sowieso tagelang da unten verbringen, deswegen kann uns der Sonnenstand etwas egal sein. Was uns nicht egal sein kann, sind vielleicht irgendwelche Viecher, die sich eingenistet haben.
Viecher. Viecher. Ich suche erstmal die Gegend ein bisschen ab. Ich verbarrikadiere mal das hier unten. Weil ich keinen Besuch möchte. Nicht aus dem Untergrund. Hier hinten klopfe ich mir kurz durch die Wand, damit es hier ein bisschen heller wird. So, und gehe mal wieder auf Sandsteinsuche. Oh, das hier unten wird echt groß, habe ich das Gefühl. Und zwar so richtig. Oh ja, wir müssen was essen. Ich sehe es doch da so verräterisch wackeln an der Leiste. Boah, der haut sich erstmal auf ein Brot hinter die Gusche. Schon schlimm. Warum sage ich immer Gusche? Das ist eigentlich überhaupt kein Wort von mir. Naja, wer weiß. Hallo? Gut. Wir machen das hier wieder zu und schnappen uns die Spitzhacke und machen uns an den Sandstein ran. Ach, jetzt kommt wieder die komische Sandpuppeleiter von da oben runter. Ist ja auch nervig. Achso, hier kam ja der ganze Sand runter. Hier ist noch Sandstein. Den wir vielleicht gefahrlos abbauen können. Ich erwarte jeden Moment irgendwie ein unheilsvolles Bumm hinter uns. Was darauf hindeutet, dass hier irgendwas in die Luft fliegt. Ich meine, das ist auch der Grund, warum man sich bei Minecraft zuweilen mehr erschrecken kann als bei Dead Space oder so. Weil Dinge einfach so unerwartet in einer friedlichen Umgebung passieren. Ich meine, bei manchen Spielen erwartest du, ja, da kommt jetzt ein Zombie raus, da kommt jetzt das raus. Und hier wird gleich das passieren, aber bei Minecraft erwartet man es eigentlich nicht. Ich erwarte auch nicht, dass es so dunkel wird hier. Ich meine, man ist ja immer so schön am Bauen, denkt überhaupt nicht an irgendwelche Monster. Und auf einmal macht es Bumm und Röchel und Peng und Zisch. Und man ist ziemlich tot. Die sind auch so gestaltlos, die Dinger, also die nehmen keinen wirklichen Anteil an dem, was man hier tut. Ich meine, die kommen einfach an, bringen einen um. Ja, scheiß Wasser wieder. Und damit hat sich das. Ich hoffe nur, von hinten kommt kein Viech. Also unsere Rüstung ist zwar. Na gut, uns fehlt ein Rüstungsteil, glaube ich, der Helm. Aber sonst ist unsere Rüstung eigentlich ganz gut. Aber ich bezweifle dennoch, ob sie uns irgendwas gegen die ganzen Viecher helfen wird. Ach, hier sind wir da hinten. Auch gut. So ist. Nicht gut. Waren wir hier schon mal? Da hinten ist noch ziemlich dunkel. Da mache ich mal Licht. Ist auch noch ziemlich dunkel. Auch wieder Licht. Wo sind wir denn hier jetzt? Ach ja, irgendwo hier. Ah ja, hier ist noch Sandstein. Wir haben jetzt 50 Sandstein gesammelt. Oh Gott, das kann ja noch dauern. In diesem Labyrinth hier. Wenn wir hier lang graben, kommt hier wieder Sandstein? Nee, ne? Doch. Hier, Sandstein, Sandstein. Wasser, verdammt. Also wäre das hier auch ein bisschen doof. Mal gucken, in welche Richtung wir noch gehen können. Wo kommt eigentlich das ganze Wasser her in der Wüste? Auch ein bisschen komisch. Ich würde ja mal hinten in die Richtung weiter vorschlagen. Draußen wird es dunkel. Ich meine, habe ich eine Tür dabei? Nee, ne? Sonst würde ich ja hier mal eine Tür etablieren. Irgendwo, vielleicht mache ich das mal gerade. Ich habe ja Cobblestone ein bisschen dabei. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hier so Cobblestone, da so Cobblestone. Cobblestone, Cobblestone, Cobblestone. Cobblestone, Cobblestone, Cobblestone. Ja. Und dann mache ich mir mal. Ich habe kein Holz mit. So, Tür. Eine wunderschöne Tür, sehr formschön. Jetzt in ihrem Baumarkt erhältlich. Ich dachte, ich hätte das Holz noch mit, aber nein, das habe ich ja rausgetan.
Ich meine, vielleicht freue ich mich nachher drüber, dass ich das Holz rausgetan habe, aber bis jetzt finde ich es doof. Hier muss noch irgendwo Sandstein sein. Da ist noch Sandstein. Ich habe jedes Mal das Gefühl, dass irgendein Mist hier hinter mir auftaucht. Das wäre eigentlich echt cool, wenn man das zu zweit spielen könnte. Weil dann ginge der ganze Mist eigentlich schneller. Und außerdem hätte man ein bisschen Rückendeckung. Ach so, das war nur. Ach so, das war unser Runtergang. Stimmt, da hatte ich glaube ich Kohle gefunden oder so ein Quatsch. Warum ist hier das drin? Weiß ich auch nicht. Was, wie sieht's hier aus? Ah, hier ist noch Sandstein und Kohle. Kohle, Sandstein. Sandstein, Sandstein, Sandstein. Wieder Wasser. Ich höre doch schon wieder irgendwelche Skelette klackern. Und das macht mich nervös. So, Sandstein. Wir müssen eigentlich nur auf die Creeper aufpassen, weil die sind zuweilen sehr, sehr nervig. Jetzt bin ich wieder völlig nervös und kann mich nicht darauf konzentrieren, Sandstein abzubauen. Weil ich jedes Mal damit rechnen muss, dass irgendwas ganz, ganz Grausames passiert. Was absolut Grausames. Mann. Warum bin ich immer so angespannt? Warum bin ich bei Minecraft so übel angespannt? Ich meine, ich erschrecke hier wirklich alles. Spitzhacke geht kaputt, ich erschrecke mich. Irgendwer davon auch, ich erschrecke mich. Dorfwohner in mein Haus, ich erschrecke mich. Vor allem, wenn es der Scherenmann ist. Und vor allem, wenn ich gar keine Ahnung habe, warum ich jetzt das ganze Zeug hier rausklopfe. Weil ich eigentlich genug Cobblestone habe. Aber ich will mal gucken, ob dahinter. Ne, hier ist auch kein Sandstein. Aber außerdem ist es gut, ein bisschen Überblick zu haben. Jetzt gehe ich nochmal hier reingucken. Ah, die Sau ist doch hier irgendwo unten. Und hier ist übrigens verdammt dunkel. Meine Güte. Ich werde hier noch zum Frack. Zum seelisch-moralischen. Der ist doch hier irgendwo unten, dieser Scheiß-Zombie. Meine Güte, der macht mich echt nervös. Sandstein, Sandstein. Lasst mich bloß in Ruhe. Ich habe keinen was getan, ich will nur Sandstein rausklopfen. Ich bin ein ganz normaler, friedlicher Bergarbeiter. Und möchte nur ein bisschen Sandstein haben. Nur ein bisschen Sandstein, nicht mehr. Den kann ich noch mitnehmen. Der hier wird wieder kritisch, genau. Also eigentlich ist es auch besser, die Fackeln dann an der Wand anzubringen, weil dann werden sie nicht weggespült. Gott, hier ist überall Wasser. Wo da? So. Jetzt hoffe ich mal, dass Fraps wirklich nur das aufnimmt, was im Spielgeschehen abläuft. Weil gerade ist mir wieder irgend so ein Update-Fenster ins Fenster geploppt. Und meint, ja, es wäre bereit zur Installation. Da meine ich, ja, ist mir furchtbar egal. Diese ganzen Updates nerven auch. Noch Sandstein, Sandstein. Wollen mir manche Leute erzählen, dass Sandstein so häufig ist, aber das stimmt gar nicht. Sandstein kann durchaus verdammt selten sein. Vor allem, wenn man braucht. Auch noch mehr Scheiße hier. Zumindest ist draußen noch Nacht. Und ich gehe auch erst wieder raus, wenn es wieder Tag ist. Ansonsten mache ich sowas nicht. Och. Da sieht man wieder, wie dicht wir eigentlich unter der Oberfläche sind. Das ist eine ziemlich dunkle Ecke. Das gefällt mir nicht.
Und da steht schon der erste Bogenmütze im Tor. Durch mich nicht. Hallo. Ich kann so gut strafen, du hast gar keine Chance. Und außerdem ist hier eine Lücke. So. Aua. Oh. Du Arschloch. Halt das Maul und stirb. Scheiß Bogenschützen, warum sieht er überhaupt so komisch aus? Ihr Knallköppe. Ich habe eure Knochen und eure Pfeile aufgesammelt. Und werde mir aus den Knochen neue Pfeile bauen. Und aus den Pfeilen werde ich mir einen neuen Bogen bauen. Sind hier schon Spinnen am Start? Wir haben echt wenig Sandstein. Wir haben irgendwie auch in jeder Richtung Wasser am Start. Hier oben drüber ist Wasser, soweit ich weiß. Da ist Wasser, hier ist Wasser. Vielleicht müssten wir uns dann mal eine andere Stelle suchen. Ich hatte ja eigentlich hier hinten eine Richtung Hoffnung, aber da kommt ja auch nichts. Ist ja weiterhin nur langweiliges Felsgestein. Felsgestein, langweilig, langweilig, langweilig. Und hier ist wieder Sand. Oh, und ein Loch in der Decke, was nicht so gut ist. Nehme ich halt auch noch Sand mit, ist mir auch egal. Ich nehme alles mit, was irgendwie Sand heißt. Sandstein, normaler Sand. Vielleicht sogar den Fake-Plastisand aus China. Aber naja. Ich denke, wir werden uns dann in der nächsten Folge hier rausverdrücken. Hoffe ich doch mal. Aber für heute heißt es erstmal bis zum nächsten Mal und tschüss.